küssen mit Amores. Das ist die Liebe, die große Liebe in Barcelona. Ich heiße Ruth Lippmann, bin 88 Jahre alt und bin echte Kölnerin. Ich wurde am 1. April 26 in Köln geboren, in der Ursula-Gartenstraße 10 in einer kleinen Privatklinik. Meine Eltern waren Trude Fischer, eine der großen Sängerinnen der Zeit damals, Klassikkonzert. Und mein Vater war Mitarbeiter in einem internationalen Verlag und wir Kinder hatten eine wunderbare Jugendzeit, weil wir so vielseitig inspiriert und angeregt wurden durch diese interessanten Berufe und die Gäste, die in unserem Haus waren. Ich habe Abitur in Köln gemacht und habe 1944 und war dann in der Musikhochschule in der Meisterklasse bei Frau Professor Förstel. Und nach dem ersten Semester, ich hatte ja zu Hause praktisch bei meiner Mutter alles gelernt, was man an Gesangstechnik braucht, wurde ich dann gleich auf Tournee geschickt damals nach Holland mit einer Gruppe der Musikhochschule zu den Lazaretten. Und dann waren wir rechtzeitig wieder in Köln, um dann Köln verlassen zu müssen. Das war ja 1944, im Herbst, im Oktober sind wir raus. Dann kam eine recht schwierige Zeit, da wollen wir aber jetzt nicht drüber reden. Und dann kam ich, ich bin 811 Kilometer zu Fuß nach Köln zurückgelaufen und fand dann hier niemanden und bin in den Schwarzwald, habe meine Großeltern da gesucht und meine Großmutter habe ich gefunden und dann habe ich die ersten Jahre nach dem Krieg mit meiner Großmutter zusammengelebt. Und meine Mutter war noch in Berlin und hat da auch gesungen und wir wussten, dass sie lebt, weil sie 45 Weihnachten mit dem Messias in Marias war. Und das konnten wir hören. Wir hatten sonst keine Nachrichten voneinander. Und inzwischen hatte ich in Köln angefangen zu singen. Klassische Musik war nicht, Musikhochschule war zu. Und ich kannte aus Schulzeiten den Sohn des Kölner Pianisten und Bandleaders Harry Blum. Und wir trafen uns zufällig auf der Straße und er sagte, wunderbar, du lebst, singst du noch? Da habe ich gesagt, ja, sagt er, mein Vater sucht eine Sängerin für das englische Theater in der Annostraße. Und er hat eine junge Frau schon gefunden. Und wir sind dann zusammengekommen und haben dann als Singing Sisters Rita and Ruth angefangen in Köln zu singen. Erst im englischen Theater nur für die Besatzungstruppen, später wurde das ja auch geöffnet für die deutschen Gäste. Und von da aus sind wir beiden dann auf Tournee gegangen mit allen möglichen Orchestern, das war sehr interessant. 1947 heiratete Rita auch einen der bekannten Kölner Musiker, Robby Schmitz, der viel mit Banter gearbeitet hat, eigene Band und die Banter-Band auch geleitet hat. Und ich war dann wieder auf der Musikhochschule, um noch weiter zu studieren, habe aber nebenbei natürlich mein eigenes Geld verdient mit Singen bei den Belgiern. Ich habe also Französisch und Flämisch gesungen, Englisch sowieso. Und als Rita dann nicht mehr mit mir zusammenarbeiten konnte, weil sie ja nun im Orchester ihres Mannes arbeitete, habe ich ein Angebot gekriegt, weil ich sehr gut Französisch sprach, Conférence zu machen. Und das war sehr interessant. Das war eine völlig neue Erfahrung, auf der Bühne reden zu müssen, aber es war sehr schön. Dann lernte ich meinen Mann kennen. Das war Fred Bunge, damals einer der Trompeter seiner Zeit, sehr bekannt. Und bin mit ihm unterwegs gewesen. Wir haben dann eigene Band gegründet und haben erst hier in amerikanischen Clubs gespielt und sind dann auf Reisen gegangen und waren sehr viel in Skandinavien, Helsinki, vom Polarkreis bis Nordafrika waren wir unterwegs. Und er verunglückte dann tödlich. Und ich hatte inzwischen einen Vertrag bei Elektrola und habe da Platten gemacht.
Und 1959 habe ich mit Will Brandes die goldene Medaille beim Schlagerfestival in Wiesbaden ersungen. Ich lieb Musik beim Kerzenschimmer. Ich lieb die Stadt im Lichtgeflimmer. Ich find das winzige Café so schön, in das wir immer nach dem Kino gehen. Doch immer wieder frag ich mich, was wär das alles, was wär das alles, was wär das alles ohne dich? Ja, 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 was wär das alles, was wär das alles, was wär das alles ohne dich? 1962 habe ich aufgehört zu singen, bin wieder auf die Schulbank und bin in privaten Geschäftsbereich und bin in eine Werbeagentur gegangen. Und dann, das war die Agentur meines zweiten Mannes, den hatte ich kennengelernt bei einer großen Tournee, die wir gemacht haben. Dann war ich also in der Werbung tätig. Ich habe alles von Grund auf gelernt mit meinem Mann, der sehr, sehr genialisch begabt war, muss ich sagen, also sehr vielseitig. Und wir hatten auch ein Töchterchen, sogar ein Töchterchen in der Bunge-Ehe, ein Töchterchen in der Lippmann-Ehe und beide sehr gut gelungene Kinder. Dann ging aber die zweite Ehe auseinander und ich bin dann 51 war, zu Milupa gegangen. Und war da zuständig für Text. Meine Eltern haben immer sehr viel Wert auf Sprache und Bildung sowieso gelegt. Und ich konnte also eine ganze Menge mitbringen. Und habe bei Milupa sehr schön gearbeitet, mit bei den Filmen für junge Eltern von Geburt und ersten Lebensjahre der Kinder. Und wir haben dann ein wunderschönes Mütterbuch herausgebracht. Und ich war halt zuständig für Text. Wunderbare Arbeit. Und dann war ich mit 65 pensioniert und mir war es eigentlich langweilig, weil ich viel arbeiten gewöhnt war. Und ein Vetter fragte mich, ob ich für ihn eine seiner Fabriken, die er da kaufen konnte, eine Zeit lang leiten könnte. Das habe ich gemacht. Schmuckfabrik in Pforzheim. Und als das vorbei war, habe ich dann in Ansbach, wo ich wohnte im Taunus, nach der dortigen Gründung, ersten Gründung eines Seniorenclubs, Sprachunterricht im Seniorenclub gemacht. Ja, ich war nie ganz gesund, aber das hat mich nicht gestört, zu reisen und alle möglichen Unternehmungen zu machen. Und ich war hier angemeldet seit 86, weil man mir gesagt hatte, das könnte schwierig werden. Und dann hat es aber doch gedauert bis 2000, bis ich hier einzog und ich seitdem lebe ich hier und habe einige sehr nette Bekannte hier und als Kölnerin, ich hatte meine Klassenkameradin noch, meine langjährigste Freundin, wir sind zusammen in die Sechster gekommen mit 10 Jahren, steht da oben im Bocht, wir unternehmen noch einige Sachen zusammen. Sie hatten von den Touren gerade schon gesprochen, haben Sie bei den vielen Touren um die Welt, die Sie ja gemacht haben. Mit nur in Europa. In Europa nur. Haben Sie da vielleicht ein Ding, woran Sie sich besonders gerne erinnern, ein besonderes Highlight für Sie? Wir waren in Tripolis in Libyen, als es noch Königreich war, 1951 bis 1952. War in einem riesen Airfield von den Amerikanern und da kam die Mittelmeerflotte der Amerikaner auch hin und wir haben ein Showorchester gehabt, als das hier noch nicht so üblich war und haben auch dank dem amerikanischen Sender AFN immer die neuesten Titel von Amerika gehabt und da haben wir die ganzen, das war eine ganz tolle Geschichte, wir waren der Clou der großen Anlage 6 Monate lang. Und das war eine wunderschöne Zeit. Viele Besucher aus Hollywood waren da,
die da auch, das war, also wir sangen im Club und spielten im Club, aber es gab auch ein Theater. Und das war also eine sehr, sehr interessante und schöne Zeit. Und Schweden und Finnland sind natürlich wunderschöne Reiseländer und wir haben in Stockholm eine sagenhafte Fernsehsendung gemacht. Das war so im Anfang der Sendezeiten. Wir waren dann nur noch Sextett und ich und haben also eine Fernsehsendung gemacht, in der wir unsere Truppe auch teilten. Und am nächsten Tag war die ganze deutsche Botschaft da. Die haben nicht gewusst, dass es sowas wie uns gab. Und das war auch ganz, ganz lustig und interessant. Wir haben in Hilversum eine sehr, sehr gute Fernsehsendung gemacht, als wir da in Rotterdam Gast spielten. Da war dann abends der Laden so dicht voll, da konnte niemand mehr rein. Dann haben wir die Show, die wir im Fernsehen mit Treppe und allem Brimborium gemacht haben, da nochmal auf flacher Erde auch gemacht. Das war auch eine herrliche Geschichte. Und wie sah es dann bei Ihnen aus, ich sag mal, zu so den Familienfestivitäten, Ostern, Weihnachten? Wir hatten immer die ganze Familie bei uns. Mutti war die älteste von 4 Geschwistern und die nicht verheirateten kamen alle zu uns zu den Weihnachtsfesten und Heiligabend gingen wir nach dem kleinen Familienfest zu meinen Großeltern, wo sich dann alles traf und da wurde musiziert. Jeder spielte Instrumente in der Familie, alle hatten wunderbare Stimmen und das war sehr, sehr schön. Ich habe das nie wieder so gehört. Meine Mutter sang einen Verkündigungsengel und die ganze Familie antwortete im Chor. Und das wurde begleitet vom Klavier, Akkordeon, Laute und Geige. Das waren wunderschöne Erinnerungen. Und am ersten Weihnachtsfeiertag war die ganze Familie bei uns. Und es wurde immer musiziert. Wir haben also Programm gemacht. Ich habe noch eins, hat mein Bruder getippt. Programmpunkte von 1 bis so und so viel. Die Weihnachtsgeschichte wurde vorgetragen, entweder von ihm oder von mir. Wir haben dann Duett gesungen, Josef, lieber Josef, mein, dann war Mutti am Klavier. Oder ich war am Klavier und Mutti und mein Bruder machten gemeinsam irgendwelche Geschichten. Wir spielten auch Blockflöte natürlich und Klavier. Und Eintritt war ein Geschenk. Das stand dann auch auf dem Programm meines Bruders. Und wir haben den ganzen Tag musiziert. Also das gab, wenn Mutti unterrichtete und Konzerte hatte, gab es absolute Mittagsruhe, aber wir waren gewöhnt, morgens waren Schüler da, nachmittags waren Schülerinnen da. Und wenn Konzert war, durften wir zuschauen, wenn sie sich anzog, wenn die Konzertin war, für mich als Mädchen ganz toll. Und wenn Ihre Mutter geprobt hat, durften Sie auch dabei sein? Wir haben unter dem Flügel gelegen und haben ganz wie die Mäuschen und haben zugehört. Sie hatte einen wunderbaren Kompetitor, Gillissen. Der Sohn ist auch irgendwo Generalmusikdirektor geworden, habe ich dann später erfahren. Und sie sang die großen Oratorien, sie war Altistin. Und wir sind damit aufgewachsen. Ich habe als erste gesungen, Freude schöner Götter, Funke Töchter aus Silizium. Elysium kannte ich nicht, aber Silizium war schöner. Und wir haben dann beide immer, wenn Radio gehört wurde, wir durften also nicht, gab es ja nicht wie heute den ganzen Kram. Dann haben wir beide gewettet, welcher Komponist ist das? Das war alles so selbstverständlich wunderschön. Jetzt ist natürlich in der, ich sag mal, in der Zeit, wo Sie ja jung waren oder als ein Kind waren, kam natürlich immer noch der Krieg dazwischen. Wie haben Sie den Krieg erlebt? Wir selbst sind nicht ausgebombt worden und wir haben als Kinder oder Jugendliche, muss ich da sagen, eine kleine Gruppe gehabt, Löschtruppe und Erste Hilfe. Wir waren untergebracht im Oberlandesgericht, wir wohnten auch in der Weißenburgstraße am Gericht. Und wir haben Löschdienst gemacht, zu Fuß, mit dem Schlauchwagen waren wir unterwegs und haben einige der Häuser am Reichensberger Platz gerettet, weil wir unterwegs waren und die Dächer eingerissen haben. Einer unserer Jungs ist beim Löschen in der Balthasarstraße in der Schule durchgebrochen und landete in der Klinik.
Ich war dann in der Zeit auch in der Klinik, meine Krankheit erforderte Operationen. Aber das hat man praktisch wie Abenteuer genommen, nicht? Und wir waren immer unterwegs und das ist besser als im Keller zu sitzen. Dann wird man auch mit den ganzen Dingen fertiger. Mein Abitur habe ich bei einem ganz schweren Bombenangriff gemacht im Keller, nicht? Was wäre es für Sie so während dieser Zeit, also das schlimmste Erlebnis, was Sie wahrgenommen haben? Der Feuersturm in der Altstadt. Das war entsetzlich. Und als wir hörten, dass Bombe in den Dom war, wir sind natürlich alle sofort zum Dom. Aber das waren die schlimmsten Erlebnisse, aber die packt man weg. Das muss ja sein. Wir mussten damit leben. Wir haben uns durch alle Dinge durchgeboxt. Ich wurde noch zum Militär eingezogen, war in russischer Gefangenschaft und bin da auch wieder rausgekommen mit der Singerei. Unbelästigt. Ich wurde bewacht, damit mir nichts passierte, weil ich sang. Und dann mit einem Papier entlassen wurde am 5. Mai 1945 und durfte also von Schwebendorf-Dahme, wo wir in einem Durchgangslager waren, nach Köln gehen. Und das habe ich dann auch gemacht, 811 Kilometer zu Fuß. Wir haben dann irgendwann den Beruf gewechselt. Ja, weil Sie keine Lust mehr hatten? Oder? Nein, erstens war ich nie gesund und mein Skelett ist nicht in Ordnung. Und darum, ich hatte von früh an Knochenoperationen und auch Schwierigkeiten. Und da wusste man, dass Dinge begrenzt waren. Und nach dem Tod meines Mannes war es auch kein Spaß mehr. Und ich bin dann nochmal, wie gesagt, auf die Schulbank und habe so Bürotechniken gelernt. Ich habe Buchhaltung gelernt und Schreibmaschine schreiben und ähnliche Dinge und habe meine Sprachen dann bei Berlitz habe ich dann Prüfungen gemacht, um ein Papier in der Hand zu haben. Und bin, nachdem ich dann meinen zweiten Mann kennengelernt hatte, bin ich ja da in die Werbung und habe da alles gelernt, was Werbung war. Wenn Sie jetzt zurückblicken, wir sprachen vorhin schon von dem, ich sage mal, fröhlichsten Moment Ihres Lebens. Es sind immer wieder die Kinder und alles, was sich mit den Kindern ergeben hat. Und dann haben wir wunderbare Freunde gehabt, haben heute noch. Und die Verbindung ist noch da und wir haben wunderschöne Gastereien gehabt, also sehr viele Gäste. Wir waren sehr gerne in der Camargue, sind in der Camargue geritten und hatten da sehr viele Freunde. Ich habe ein kleines Haus in Nordspanien gehabt, in das alle meine Freunde kamen. Es gibt so viel, man könnte gar nicht aufhören mit dem Erzählen. Es gibt natürlich die fröhlichen Dinge des Lebens, es gibt natürlich auch Dinge, die weniger fröhlich sind. Der Tod meines ersten Mannes, Verkehrsunfall. Der Fahrer ist eingeschlafen auf einer kerzengeraden Straße und hat den schweren Mercedes um einen Baum gewickelt. Es sah aus wie nach einem Bombenangriff. Und ich war dann alleine mit einer 10-jährigen Tochter, die hinter ihrem Papi her sterben wollte und ein ganzes Jahr lang suizidgefährdet war. Und diese Tochter ist dann auch vor 3 Jahren gestorben, allerdings nach einem sehr guten Leben, muss ich sagen. Sie hatte einen wunderbaren Mann, der die lange Krankheitszeit für sie so unglaublich schön gemacht hat und lebenswert. Man kann nur dankbar sein. Und meine Brigitte, die Kleine, ist eine wunderbare Tochter, die sich um alles kümmert. Sie hat ihren International Master of Business Administration gemacht, in der ganzen Welt studiert, dann an der Columbia in New York noch ihren Master of Arts in Psychologie, Psychology, und ist weltweit unterwegs und ist eine bezaubernde Frau. Jetzt sitzen Sie ja hier in den Gebäuden der SPK, das ist ja auf dem Gelände. Wie sind Sie hier aufgenommen worden, als Sie hier hinkamen? Es hat alles wunderbar funktioniert. Das Haus S war ein sehr angenehmes Haus, weil die Damen, die damals die Wohnungen belegten, sehr sorgfältig ausgewählt hatten, wer hier reinkam. Und das machte sich natürlich sehr positiv bemerkbar. Und ich wohne hier oben im Olymp und bin untangiert. Wir haben reizende Nachbarn. Unsere Etage ist also wunderschön.
Wir verstehen uns gut, wir sitzen nie aufeinander, aber jeder wäre da, wenn der andere einen brauchte. Man hilft sich gegenseitig, man freut sich, wenn man sich sieht. Ich habe noch eine ganz reizende Bekannte auf einer anderen Etage, mit der ich montags eine Klönstunde mache, auf die und über die wir uns jedes Mal freuen. Ansonsten bin ich sehr gerne alleine. Und dann habe ich, wie gesagt, meine Freundin aus Schulzeiten, die mein ganzes Leben begleitet hat. Also das ist mehr als eine Schwester. Das ist ein großer Reichtum. Und wir unternehmen halt, es wird immer weniger, Konzert. Und wir gehen sehr gerne gut essen. Und meine jüngeren Verwandten besuchen mich hier. Und dann gehen wir auch sehr gern gut essen. Und mit Brigitte ist das genauso und ihrem Partner. Sie kommen auch zu Weihnachten wieder. Und ich habe ein wunderbares Leben. Goodbye, Jimmy, goodbye.